4 neue Bahnhöfe, 16 Tunnel und rund 30 Kilometer freie Strecke. Das ist Stuttgart 21. Wir befinden uns nahe des Stuttgarter Stadtbezirks Pliningen. Die Neubaustrecke in Richtung Wendlingen entsteht hier landschaftsschonend parallel zur Autobahn. Dabei kreuzt ihr Weg verschiedene Straßen, so wie hier die Bundesstraße 312. Über die Straße wird daher eine Brücke für die Eisenbahn gebaut. Parallel zur neuen Bahnstrecke verläuft künftig eine neue Umgehungsstraße für Pliningen. Das ist eine Maßnahme des Landes Baden-Württemberg, die aber die Deutsche Bahn baut. Die neue Umgehungsstraße kreuzt ebenfalls die B312. Darum wird hier noch eine zweite Brücke entstehen. Wir schauen uns den Baufortschritt an den beiden Brücken von Oktober 2020 bis November 2021 an. Anfang November 2020 haben die Bauarbeiten an den beiden Brücken noch nicht begonnen. Die Flächen dies und jenseits der B312 werden gerade für die anstehenden Bauarbeiten vorbereitet. Ende November rückt auf der östlichen Seite dann ein Bohrgerät an. Es bohrt Löcher, in die anschließend ein Korb aus Bewehrungsstahl abgelassen wird. Dann wird der Korb mit Beton verfüllt. Die Bohrpfähle dienen dazu, die Lasten in tiefere, tragfähigere Bodenschichten abzuleiten. 16 Pfähle mit bis zu 11 Metern Tiefe werden dafür gebohrt. Die Pfähle stellen sicher, dass die Brücke sich später nicht absenkt. Hier wird die Schalung für das Widerlager der Straßenbrücke aufgebaut. Direkt daneben die Schalung für das Widerlager der Eisenbahnbrücke. Ein Widerlager ist der Teil der Brücke, auf dem später die Enden des horizontalen Teils der Brücke aufliegen. Dieser Erdhügel ist aus dem Erdaushub der verschiedenen Baumaßnahmen rund um die Autobahnanschlussstelle Pliningen entstanden. Der Erdaushub wird hier zwischengelagert und nach Abschluss der Arbeiten wieder eingebaut. Auch auf dieser Seite werden nun die ersten Schalungsteile aufgestellt. Sie sind für das Widerlager der Eisenbahnbrücke. Auf der anderen Straßenseite laufen an den beiden Widerlagern unterdessen schon die Bewehrungsarbeiten. Dieser Kran liefert dafür Pakete aus mehreren Bewehrungsstäben an. Jedes Paket hat eine Nummer. Daran können die Arbeiter ablesen, wo genau sie die Bewehrungsstäbe einbauen müssen. Eine Seite des Widerlagers für die Straßenbrücke ist fertig bewehrt und kann betoniert werden. Sobald der Beton ausgehärtet ist, wird die Schalung abgebaut. Der jetzt betonierte Teil ist eine sogenannte Flügelwand. Die Arbeiten an der Schalung für dieses Widerlager gehen weiter voran. Hier erkennt man Hilfskonstruktionen aus Holz. Sie sind nicht Teil der Schalung, sondern ermöglichen es den Arbeitern, die Bewehrungsstäbe an der richtigen Stelle zu platzieren. Außerdem können die Arbeiter von dieser erhöhten Position aus später bei der Betonage kontrollieren, ob sich der Beton tatsächlich überall verteilt. Nebenan kann eine Flügelwand des Widerlagers bereits betoniert werden. Auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite fließt Beton. Dort sind nun beide Flügelwände des Widerlagers für die Straßenbrücke fertig. Am Widerlager der Eisenbahnbrücke laufen die Bewehrungsarbeiten auf Hochtouren. Auf der gegenüberliegenden Seite sind die Arbeiten bereits einen Schritt weiter. Hier kann schon betoniert werden. Mit einer Betonpumpe wird der Beton von oben in die Schalung gefüllt. Die Arbeiter achten darauf, dass er sich richtig verteilt. Am Widerlager der Straßenbrücke wird nun das letzte Teilstück betoniert. Sobald der Beton ausgehärtet und die Schalung abgebaut ist, kann hier der nächste Schritt beginnen.
Die Anschlussbewehrung ist deutlich zu erkennen. Über diese Bewehrungsstäbe kann der horizontale Teil der Brücke konstruktiv fest mit den Widerlagern verbunden werden. Mitte Juni rücken die Autokräne an. Sie heben 6 Stahlträger für die Straßenbrücke an ihre Position. Die Träger überspannen die Straße und bilden den sogenannten Unterbau der Brücke. Ein Träger wiegt 22 Tonnen. Die Bundesstraße muss für den Einbau ein Wochenende lang gesperrt werden. Um alle Träger in der vorgesehenen Zeit in Position bringen zu können, wird rund um die Uhr gearbeitet. Alle Arbeiten wurden pünktlich geschafft. An der Eisenbahnbrücke beginnen im Anschluss die Bewehrungsarbeiten für den horizontalen Teil der Brücke. Die Eisenbahnbrücke wird aus Spannbeton gebaut. Im Vergleich zum herkömmlichen Stahlbeton besitzt Spannbeton eine wesentlich höhere Tragkraft. Dadurch lässt es sich zum Beispiel verhindern, dass sich der Beton bei großen Spannweiten zu sehr durchbiegt. Spannbeton kommt deswegen bevorzugt beim Bau von Brücken zum Einsatz. Auf der Brücke werden später auch 2 Oberleitungsmaste stehen. Das muss jetzt bereits berücksichtigt werden. Auch an der Straßenbrücke sind die Bewehrungsarbeiten in vollem Gange. Auf der Eisenbahnbrücke wird die Schalung für den Unterbau aufgebaut. Die beiden Brücken sind jeweils rund 40 Meter lang und etwa 15 Meter breit. Der Unterbau der Straßenbrücke kann jetzt betoniert werden. Es fehlt jetzt noch der Überbau, also die Fahrbahnplatte. Bei der Straßenbrücke ist sie aus Asphalt, bei der Eisenbahnbrücke später aus Beton. An der Eisenbahnbrücke laufen weiterhin die Bewehrungsarbeiten. Zunächst bewehren die Arbeiter die beiden Seiten der Brücke. Würden sie den kompletten Unterbau an einem Stück bewehren und betonieren, könnten dabei Risse entstehen. Um das zu vermeiden, wird blockweise gearbeitet. Die Bewehrungsstäbe sind mindestens 2 cm dick. Sie werden sowohl quer als auch längs eingebaut. Die Seiten der Eisenbahnbrücke können nun betoniert werden. Ende 2021 ist der Rohbau an den beiden Brücken beinahe abgeschlossen. Nun dauert es nicht mehr lange, bis die Experten für den Bau der Gleise sowie für die Erstellung der Oberleitungen anrücken. Ab Dezember 2025 fahren hier dann die Züge im kommerziellen Betrieb mit Tempo 250.